24. Januar, willkommen bei Landhausgarten. Heute gehen wir ein bisschen einkaufen. Bei uns hat es die ganze Nacht geschneit, aber der Schnee taut schon. Wir brauchen noch ein paar Töpfe und gehen deswegen einkaufen. Ich mag ja auch immer die Dekoabteilung. Ist wieder sehr viel für Ostern. Einfach nur süß. Ja, warum wir eigentlich heute da sind, ist, weil wir für das Umtopfen ein paar kleinere und größere Töpfe benötigen. Und da schaue ich gleich mal nach. Ach, Tulpen wollte ich auch mitnehmen. Ich finde die immer sehr dekorativ. Ich glaube, ich nehme einmal weiß und einmal rosa in der Mischung. Nehme ich aber auf dem Rückweg mit. Erstmal fangen wir von hinten an. Hier gibt es auch noch Pflanzschilder. Ich kaufe die normalerweise immer vom Action. Weil in Action sind da ein paar mehr für den Preis. Also die sind günstiger, also unter 1 Euro, sind glaube ich 16 oder 12 Stück. Und hier sind jetzt 10 für 1,99 €. Aber ich nehme ein Päckchen mit, weil meine sind alle schon beschriftet. Und bis Action wieder verkauft, nehme ich die erstmal mit. Wir müssen auch noch nach Vlies schauen. Brauchen wir auch immer. Gerade im Frühling, falls es doch mal eine kalte Nacht gibt. Hier gibt es in verschiedenen Farben so, ja, Winterschutzvlies. Die eignen sich aber auch ganz gut im Frühling, um was abzudecken. Aber ich möchte die am Stück kaufen. Wahrscheinlich wird das dann eher sowas sein. Oder sowas. Die haben wir momentan zu Hause. Und so in der Größe etwa werde ich mich auch orientieren. Hier gibt es auch so kleinere. Aber davon haben wir sehr viele. Also in dieser Größe haben wir sehr viele. Bestimmt um die 300 Stück zu Hause. Die kriegt man ja überall, wenn man was kauft, mit dazu. Und deswegen kaufe ich die jetzt nicht, weil die sind mir auch ehrlich gesagt zu klein, weil unsere Aussaat auch sehr früh anfängt. Also wir brauchen schon wirklich sowas gegen Ende. Oder sowas. Und davon nehme ich mir jetzt auch mal 10 Stück mit. Etwa. Wir haben zwar zu Hause noch einige, aber ich nehme mir ein paar mit, weil ich weiß, dass wir letztes Jahr schon zu wenig hatten. Dann nehme ich mir jetzt mal ein paar von dieser Größe mit.
Und Erde nehmen wir auch mit. Erde brauchen wir irgendwie auch immer sehr viel. Und da wir jetzt auch Blumen aussehen, kommen auch Blumenerde mit. Und das Schöne ist, die Auszucht hat begonnen. Ich liebe es. Die ziehen hier viel in sehr großen Sachen schon an. Also auch in recht großen Töpfen. Und die haben hier die ersten Tomaten gesät, schaut mal. In der Anzuchtstation vom Gewächshaus, vom Gartencenter. Hier sind schon die ersten Tomaten am Wachsen. Und die haben schon hier alle. So, hier, das sind die kleinen Blätter. Und hier sieht man die richtigen Blätter von denen. Und die stehen eher kühl, das sieht man an den dunklen Stiel. Richtig schön. Ja, und in 2 Wochen wird hier alles voll stehen. Da beginnt ja auch meistens so bei uns Ende Februar der Pflanzenverkauf. Das sind ganze Hortensien, das sieht man schon. Die jungen Pflanzen der Hortensien. Ja, im März erkennt man das hier überhaupt nicht mehr wieder. Hat man hier alles voll, wirklich bis da hinten. Das geht da noch 200 Meter nach hinten. Hier sind auch Jungpflanzen. Bis jetzt haben wir nicht allzu viel gekauft, also Blumenerde. Dann noch ein paar Töpfe fürs Umsetzen der Jungpflanzen und noch ein paar Pflanzschilder. Ich habe die normalerweise in weiß, aber na gut, die gab es jetzt nicht anders. Und so ein Seil, damit kann man Tomaten befestigen oder auch andere Pflanzen. Jo. Jetzt kaufe ich noch vorne Schnittblumen fürs Haus, bisschen Deko. Und dann sind wir auch hier schon fertig. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hier in dieser Abteilung fand ich jetzt auch die Kannen ganz süß. Also hier gab es einmal solche mit Sprühkopf. Aber ich habe gedacht, das ist super unhandlich, wenn man jetzt so sprühen soll und dann tropfst du hier raus. Deswegen habe ich mich entschieden, weil es gab hier so verschiedene schöne, dass ich mir eine rosane Kanne nehme. Die hat 1,8 Liter, also knapp 2 Liter. Ich fand die jetzt irgendwie total süß, obwohl jetzt hier sowas auch ganz schick ist. Preislich sind sie eigentlich gleich. Ich glaube nur, dass da ein bisschen mehr reinpasst. So ein bisschen nach Teekanne gemacht, ne? Und deswegen, ich nehme ja die mit. Bisschen schmutzig, mache ich sauber zu Hause. Und für die Blumen, die ich aussehe, noch eine Sprühflasche. Unsere ist nämlich total kaputt. Ja, das kaufe ich jetzt noch dazu ein. Ich hoffe, man versteht mich wieder mit meinem Mundschutz. Hört man mich bestimmt wieder nicht. Den habe ich gestern gepflanzt. Den Feuersalbei. Und wir brauchen natürlich auch eine neue Pumpe. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Sprühflasche auch. Und dieses Modell haben wir. Das ist kaputt gegangen nach einem Jahr. Jetzt probieren wir mal darunter das Modell und hoffen, dass die vielleicht ein bisschen länger hält. Es gibt ja hier verschiedene, sogar was man sich vom Rücken binden kann.
Aber uns reicht das. Das brauchen wir für die Rosen, wenn mal Läuse kommen. Ach, und der hat ein Umschneidgurt. Sehr gut. Ja, probieren wir das mal aus. 5 Liter, ne? Das ist auch gut, wenn man dünnen will über die Blätter. Gibt ja auch Methode, man kann über die Blätter dünnen. Ja. Hier sammelt sich schon einiges. Jetzt müssen wir noch die Tulpen holen, ne? So, wir haben Schnittblumen gekauft, Kanne, Sprühflasche, ein paar Töpfe, Seile, Pflanzschilder, Blumenerde. Ja, ist ja immer so, wenn man im Gartencenter einkauft. Aber ich bin sehr zufrieden, dass wir alles gefunden haben, weil eine neue Kanne war nötig, ein paar Töpfe, Pflanzschilder waren auch schon zu Ende. Ja, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Und bis bald.